Vor kurzem teilte Tom Holland seine Aufregung über Spider-Man 4 mit und verriet, dass er und Co-Star Zendaya, die auch seine Freundin ist, erst vor wenigen Wochen einen Entwurf des Drehbuchs gelesen haben. Während er im Rich Roll Podcast über das Projekt sprach, erwähnte Holland, dass das Drehbuch noch überarbeitet werden muss, lobte aber die Autoren für ihre Bemühungen. Er erläuterte auch die Herausforderung, den Film in Marvels größere Zeitachse einzupassen und beschrieb den Prozess als eine große Aufgabe, die aber definitiv machbar sei. Letzten Monat enthüllte The Hollywood Reporter, dass Destin Daniel Cretton im Gespräch ist, um die Regie des vierten Teils zu übernehmen und John Watts abzulösen. Holland äußerte sich zuversichtlich über das Projekt und sagte, das Team habe einen kreativen, einen Pitch und einen Entwurf, was seine Begeisterung weckte. Er und Zendaya ertappten sich sogar dabei, wie sie im Wohnzimmer herumhüpften, als sie das Drehbuch gemeinsam lasen, weil sie das Gefühl hatten, dass es den Respekt der Fans verdient. Holland gab jedoch zu, dass es noch einige Details zu klären gibt, bevor der Film in Angriff genommen werden kann. Holland, der Spider-Man in drei eigenständigen Filmen und mehreren Marvel-Blockbustern gespielt hat, bekräftigte sein Engagement, das Erbe der Figur zu schützen, und sagte, er würde nicht in die Rolle zurückkehren, wenn die Geschichte der Figur nicht gerecht wird.